Shalom, Hayom, liebe Freunde, guten Morgen. Ja, wir haben ja geplant, eigentlich das Thema Mann und Frau zu besprechen. Haben wir ja gemacht. Aber 9. November ist nicht zufällig und plötzlich für uns gekommen. Und wir haben entschieden, dass wir trotzdem doch eine Andacht lieber machen zum 9. November, auch heute Morgen. Wir werden ja heute Abend in Karlsfeld bei München einen Gedenkgottesdienst feiern, und da hat das Besonderes, und darüber möchte ich mit euch mich ein bisschen austauschen. Gelobt sei der Vater im Himmel, mir war es vergönnt, dass ich dabei war, 9. November in Berlin, damals 1989, war ich Zeuge davon, und nicht nur ich, sondern praktisch die ganze Stadt. Ich denke, niemand hat geschlafen, es war phänomenal natürlich. Jeder wusste, das ist historisch, aber Menschen haben sich gefreut über die Freiheit. Es war echt. Und wer kann so einen Termin planen? Wer hat alle Umstände in seiner Hand? Wer ist der Herr der Geschichte, wenn nicht unser Vater im Himmel? Und ich fand es eine würdige Krönung, ja, diese Wochen, monatelangen Bemühungen, Heldenmut, muss man sagen, ja. Ja, die Menschen gingen ja Woche für Woche, Tag für Tag auf die Straße und gaben bekannt, wir sind das Volk, und sie haben recht. Und sie haben ohne Waffengewalt, einzig und allein Kraft des Wortes, Kraft der Einheit untereinander, Kraft ihres Glaubens an die schützende Hand Gottes, haben sie ein Unrechtregime sondersgleichen gestürzt. Das ist nur möglich gewesen, weil es aber all die Jahre seit der Gründung der DDR gab es immer mutige Menschen. Stille Helden, tatsächlich. Ich bedauere, in all den Jahren habe ich das bedauert, dass irgendwie zu wenig man dieser stillen Helden gedenkt. Wir sprechen ja oft von der letzten Zeit mehr als früher über die Kultur des Gedenkens. Ja. Kultur des Gedenkens muss praktiziert werden, denn dann erst ist es eine Kultur. Ansonsten ist es ja in meinen Augen eher mal ein bisschen Kritik, ja. Eher eine Reihe von Veranstaltungen, aber nicht unbedingt eine breit angelegte, im Volk lebendige, praktizierte Kultur des Gedenkens. Ich erzähle euch ein bisschen, wie wir das machen, nicht? Wir gedenken ja der Menschen, die wir lieben, nicht nur am Yom HaShoah, ja, also nicht nur am Tag des Holocaust-Gedenktag, das im Frühling stattfindet, ja, sondern wir erinnern uns an allen großen Feiertagen, ja, gibt es einen bestimmten Raum, Zeit, ja, wo wir bestimmte Gebete sprechen. Tatsächlich sind das Gebete, deren Gehalt der Glaube an die Auferstehung von den Toten ist. Wir glauben ja, die Menschen, die wir lieben, sind eingeschlafen, sind gut aufgehoben und geborgen in den liebenden Händen Gottes. Und es wird eine Zeit kommen, die werden sie wiedersehen. Insbesondere denken wir an all diejenigen dann auch, die ohne Grund, also schlicht und einfach, wir würden sagen, sinnlos, ja, hingeschlachtet worden sind aufgrund ihrer Religion, aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit. Bei uns natürlich, wir denken an Juden, aber selbstverständlich, leider, das ist selbstverständlich, aber es ist ja so, nicht, dass die Nationalsozialisten, was haben sie gemacht? Haben sie die sogenannten Roma und Sinti, sogenannte Sinti, Roma und Sinti, Sekunde wollte ich sagen, ja. Nein, Roma und Sinti, nicht massenhaft umgebracht, nicht, ja. Haben sie. Selbstverständlich ist es richtig, dass man ihrer gedenkt. Also es gibt so viel Leid, dass diese Nazis über die Menschheit gebracht haben. Aber es ist auch ein furchtbares Leid gekommen über das deutsche Volk selbst. In vielfältiger Sicht. Dieses millionenfache Sterben. Ich rede jetzt nicht von den Nazis, ja, und Krieg, könnte man sagen, ist Krieg. Nein. Wisst ihr was? Krieg ist böse. Krieg mordet Menschen. Ja, man muss den Krieg hassen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand
heute noch den Krieg als einen legitimen politischen, ja, Akt betrachtet. Das ist keine Alternative. Und trotzdem ist es wichtig, das heute zu sagen. Wisst ihr, es ist wichtig. Ja. Ja, das deutsche Volk hat doppelt dann schließlich gelitten. Der Krieg, das eine ist schon schlimm genug. Ja, dass man die Freiheit unter den Nazis ja verloren hat, auch als deutsches Volk, ist es furchtbar. Dass sehr viele Deutsche, die nicht Nazis waren, beispielsweise Angehörige anderer Parteien, ja, die wurden ja auch verschleppt, verhaftet, umgebracht, gequält, brutalst. Alles ist gewesen. Und es gibt eben auch Helden. Bonhoeffer, allgemein bekannt. Man darf sie alle nennen. Jeder kennt, ja, die Sophie Scholl, Geschwister. Und es gibt noch mehr. Aber es gibt eben auch Helden in der darauffolgenden Zeit, im deutschen Volk. In diesem einem Fünftel des deutschen Volkes, das verhaftet wurde hinter einem großen, ja, Wall, ja, eiserne Mauer. Eiserne Mauer. Richtig, eiserne Mauer. Was ist eine eiserne Mauer? Ein Gitter. Gefängnis. Ein riesiges Gefängnis wurde in Osteuropa aufgestellt. Und die Gefängniswärter waren Sowjetunion. Man muss es doch sagen können heute. Man darf das doch heute sagen. Ich möchte das nicht übertreiben, wisst ihr. Aber es ist notwendig, es zu sagen. Ansonsten kommt jemand und erzählt das ja ganz anders. Und deswegen müssen wir gedenken der Menschen, die in ihrem Kampf für die Freiheit gestorben sind. Eben an dieser Berliner Mauer. An der Berliner Mauer sind hunderte von Menschen abgeschossen worden. Es gab Selbstschussanlagen. Überall, wo die Grenze zwischen Deutschland und Deutschland war, war das mit am schlimmsten bewachte, schwersten bewachte Grenze. In Berlin und ganz besonders. Aber es gab sehr viele Menschen, die verschleppt, verhaftet, inhaftiert und schließlich gequält, gebrochen wurden. Manche aber waren Widerstandskämpfer. Manche haben es tatsächlich geschafft, ihre Würde zu bewahren. Und von ihnen muss man doch erzählen. Und mit Dankbarkeit erzählen. Ja, also so viele Dinge sind ja in der Vorbereitung des 9. November 1989 geschehen. Wer überblickt das? Wir sind verantwortlich, diesen Menschen Gesicht zu geben, ihren Namen zu nennen. Und so wird heute, am 9. November 2017, man muss sich das mal vorstellen, 28 Jahre nach der Wiedervereinigung. Aber Herr Dr. Welsch, ein Widerstandskämpfer, ein mutiger Mann, ja, ein Opfer, er wird heute Hauptredner sein bei uns in Karlsfeld. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Er ist authentisch, er ist Zeitzeuge. Er weiß, wovon er spricht. Und wir werden zusammen weinen. Juden und Deutsche. Und Menschen, die wir geliebt haben. Menschen, die wir verloren haben. Menschen, die nicht erlebt haben, was Freiheit, die Freiheit, für die sie gekämpft haben. Wir müssen uns verneigen vor ihrem Andenken. Und sie lebendig hochhalten, nicht nur am 9. November. Wie ich schon sagte, Namen nennen, in die Schulen, Namen nennen, Schulen mit ihren Namen benennen. So läuft es. Und wir sollten die Zeitzeugen, die authentischen Zeitzeugen, die heute noch Gott sei Dank leben, wir sollten ihnen mehr Raum geben, um ihnen zu hören. Damit das nie wieder sich wiederholt. Und wenn wir es nicht tun, dann ist die Gefahr groß, dass man die Geschichte wieder umdeutet, dass man die Geschichte anders erzählt, dass vieles in Vergessenheit gerät. Und es gibt einen sehr wichtigen Satz, ja. Vergessen ist Verbannung. Erinnerung ist Erlösung. Kurz gesagt. Das ist etwas sehr Wichtiges uns lehren. Wer vergisst,
die schlechten Zeiten und die Ursachen dafür. Ja. Auf dem wartet eine ganz böse Überraschung. Denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und dann gibt es nichts, wovon die lernen können. Dann vergessen die den wichtigsten Unterricht der Geschichte. Lassen nicht zu, dass man dir deine Freiheit nimmt. Lassen nicht zu, dass man über dich herrscht. Keine Diktatur dieser Welt ist gut, egal wie sie sich nennt. Aber du sei dankbar, wenn du in einem Land lebst, das dir die Möglichkeit gibt, deine Zukunft selbst zu gestalten. Und ja, wir sollten dankbar sein, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland leben. Das ist ein schönes Land, ein freies Land. Ich rede mit euch heute Deutsch. Ich bin Jude, bin Israeli, ich lebe hier und ich habe wunderbare Freunde hier und dort. Diese Wirklichkeit ist nur möglich, weil es außergewöhnliche Menschen gab, die trotz viel Kritik sich ein Herz genommen haben, aufeinander sich zubewegt haben und die Grundlagen gelegt haben, damit unsere Jugend heute gemeinsam die Zukunft gestaltet. Also lasst uns heute gemeinsam ein bisschen weinen um die Menschen, die wir verloren haben. Um diese Helden, die stillen Helden. Möge der heilige Lobser ihre Seelen einbinden, bünden des Lebens. Möge der heilige Lobser ihnen eine herrliche Zukunft bereiten und uns mit ihnen zusammen und unserer Dankbarkeit möge vor seinen Thron kommen. Er hat ein Zeichen gesetzt für das deutsche Volk und für das jüdische Volk am 9. November 1989. Der ewige Lobser ist auch in der schwersten Stunde der Herr der Geschichte. Das ist das Zeichen vom 9. November 1989. Es wird alles gut. Ich danke euch und ich wünsche uns einen besinnlichen Tag. Einen Tag, den wir ins Herz geschrieben haben. Und lasst uns daraus eine neue Zukunft gestalten. Shalom, Hayom, Chavarim. Bis nächste Woche.